Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal, heute aus Oscars Studio. Ihr seid wahrscheinlich gerade von Oscars Kanal gekommen und habt euch seine Reaktion auf mein Musikvideo, auf mein Diss-Video angeschaut. Kurz zur Erinnerung, für alle, die es noch nicht gemacht haben. Jeder hat in 12 Stunden einen Diss-Song über den anderen geschrieben und dazu ein Video aufgenommen. Und wir haben das die ganzen letzten 6 Wochen nicht angeschaut. Und heute ist der Tag, an dem wir zum ersten Mal dieses Video sehen. Und deswegen gibt es heute meine Reaktion auf Oscars Video. Und er hat irgendwie schon die ganze Zeit rumgejammert, das sei so fies und so und ob das nicht zu fies sei. Nein, ich hatte nur voll Angst. Ich hatte Angst, dass es nicht so gut wie deins ist. Ja gut, diese Angst ist natürlich immer berechtigt. Auf der anderen Seite, meine Güte, also ich meine, ihr wisst ja, wenn man 12 Stunden Zeit hat für einen kompletten Song, also ungefähr 8 Stunden, um ihn zu texten, zu schreiben und aufzunehmen, da muss man auch irgendwie mal nehmen, was man kriegt, ne? Also da ist man eigentlich, sind wir schon ziemlich gut, wir beide, dass wir überhaupt was hingekriegt haben. Und so schlimm wird es nicht werden und sonst gibt es halt Kloppe, ne? So, vielleicht starten wir auch jetzt so einen neuen Trend und YouTuber versuchen das auch nachzumachen. Die machen dann auch so Songbattle in 12 Stunden gegeneinander. Genau, Songbattle in 12 Stunden gegeneinander. Das könnte ich mir vorstellen, dass es der eine oder andere hinkriegt. Dass es Vater und Sohn hinbekommen. Ich glaube, da sind wir doch relativ. Das ist unser USP hier auf diesem Kanal. So, jetzt lang genug geredet. Ich bin sehr gespannt. Wir nehmen mal die Ohrsteckerchen in die Ohren. Auf deine Kosten. Ja. Sind wir mal gespannt. Also, bist du nervös? Ja. Ich auch. Fall. Also, was hast du verbrochen, mein Sohn? Das bin ja ich. Peter Poe ist eine Kunstfigur, ja, für die, die es noch nicht wissen. Wie der Vater, so der Sohn. Peter Poe ist der Baron. Der Schüler längst der Meister. Ich stoß dich von deinem Thron. Denkst, du könntest mich manipulieren. Ich scheiß auf deinen Kack meditieren. Du dachtest, du könntest sie gegen mich betten. Doch Peter Poe wird nie im Leben verlieren. Das ist meine Ansage. Zerstöre damit deine Anlage. Ich schlage dein Image kaputt, so wie Dr. Edgar seine Schlagsahne. Sagt dein Metronom. Du arbeitest für mich mit Mindestlohn. Während ich in die Platze mach, rackerst du Tag und Nacht für deinen Sohn. Wie sich das wohl nur anfühlen mag. Ah, da muss ich mal kurz reingehen. Das sind ja so viele Wörter, mein Gott. So alte Leute, da bin ich überfordert. Also das mit dem Meditieren habe ich auf jeden Fall mal verstanden. Was jetzt hier? Meditieren ist gut, mein Sohn. Das würde dir auch gut tun. Aber sehr lustig. Dr. Oetker Schlagsahne. Und da hinten sind ja lauter Bilder von mir. Ey, Alter, wo hast du die hergehabt in Berlin? Ey, ne, das war der größte Stress. Ich habe noch vor diesem Musikvideodreh bin ich in DM gelaufen und habe da, wollte halt so 20 Bilder ausdrucken und wusste aber nicht, wie lange es dauert zum Drucken. Ja. Und ich war da, glaube ich, eine halbe Stunde oder so. Oh, und saß die ganze Zeit neben dieser Fotomaschine und da kam alle 20 Sekunden ein Bild raus. Es sind Bilder von uns gemeinsam, ja, von dir alleine. Ja. Wo hast denn das her auf dem Schaukelpferd? Ist ja lustig. Gib Takt an Metronom, du arbeitest für mich mit Mindestlohn. Während ich lieb hatte, mach rackerst du Tag und Nacht für deinen Sohn. Wie sich das wohl nur anfühlen mag? Geile Brille. Los, wie fühlt es sich an, wenn dein eigener Sohn alles besser kann? Deine Kraft ist all die, während ich aufs Kopf. Dein eigener Sohn alles besser kann, du. Hallo. Du bist wieder ein bisschen größer, aber besser können, das wollen wir nochmal sehen. Wir kommen ja noch zur Abstimmung von den ganzen. Stimmt, ne? Da kommen wir noch zur Abstimmung. Große Worte. Deine Kraft ist all die, während ich aufs Kopf, so bald ich mit Jesus renn. Ich muss ganz kurz dazu sagen, ich habe mir beim Texten helfen lassen von einem Freund von Arman. Okay. Und der hat das Wort Grafik als so, dein Style ist halt scheiße, das heißt, deine Grafik ist scheiße. Deine Grafik, Ed Hardy, wenn du Ed Hardy kennst, das ist so, der war früher so mega angesagt und jetzt feiert den halt keiner mehr. Während ich auf Zweckheim Smarties auf Partys mit Yeezys renne, weil ich habe halt Swag und du nicht. Man muss dem Altmann hier ein bisschen die Begriffe erklären, ne? Ganz schön frech, hey. Bis ich an, wenn dein eigener Sohn alles besser kann. Deine Grafik ist Hardy, während ich aufs Partys auf Partys mit Yeezys renne. Gegen dich gewinn das Spiel, Platz Nummer 1, Schatz ist mein Ziel. Ich wollte jetzt sagen, dass ich dich rasiere, aber du hast eine Glatze. Das ist das Ende von dir. Auch dieser Clip, wo ich dir deinen Kopf rasiere. Hey. Eine der schwierigsten Sachen bei diesen 12-Stunden-Challenges ist ja, beim Video überhaupt den Text schon zu können. Ne? Das ist schon relativ anspruchsvoll. Vor allem, weil ich dir normalerweise bei den Videos da ein bisschen helfe und ich war ja nicht dabei. Deswegen hast du sehr geschickt hier den Popschutz vors Gesicht gemacht. Ich habe das erkannt. Ne? Ich hab den Popschutz vors Gesicht gemacht. Ich konnte typisch, nachdem wir dieses Musikvideo gedreht hatten, konnte ich den Text von Anfang bis Ende komplett auswendig. Aber Arman stand ungefähr hier mit dem Laptop und hat den Text gescrollt. Das ist das Ende von dir. Hab dich schon lange im Visier. Du wolltest deine Kopie, doch stattdessen bin ich wie die Turtles mutiert. Bababam, hinter die Kriegstrommel. Dicker, ich bin mies und komme mit Jugos und Gangstern und werde es dir zeigen, denn meine Tracks sind immer Bombe. Lieber du, ja, ich lebe auf deine Kosten. Teilen unser Blut, mein Konto bleibt für dich
verschlossen. Lieber du, ja, ich lebe auf deine Kosten. Mach mein YouTube-Money und aus Mitleid drück ich auf die Glocke. Lieber du, lieber du. Mach mein YouTube-Money und aus Mitleid drück ich auf die Glocke. Aber hier, ist schon catchy, oder? Ich finde den fast so schön wie mein Refrain eigentlich. Also, ich will ja jetzt nicht flexen, aber sowohl Arman als auch sein Kumpel und allen, denen ich den Song gezeigt habe, die hatten alle 10 Sekunden nach einem Ohr. Ich würde mal sagen, ihr müsst euch auf jeden Fall beide Videos vom letzten Freitag jeder nochmal 3-4 Mal anhören, bis ihr überhaupt entscheiden könntet, welches besser war. Und ich glaube auch, also ich glaube, wenn man mich nicht kennt und dieses Video gesehen hat, dann denkt man sich so, was schiebt der denn für einen Film? Ja. Mit so einer Kack-Sonnenbrille und oh, ich bin der Reichste, aber das war mein Approach so. Ich mach halt so. Sehr gut. Ich mach halt so, ich bin der geilste Rapper. Ich finde es auch ein naheliegendes Thema, dass du praktisch sozusagen versuchst, aus meinen großen Fußstapfen, nicht wahr? Aus meinem Schatten heraus, ne? Hast du gehört? Du wolltest eine Kopie, doch stattdessen bin ich wie die Turtles mutiert. Muss man natürlich sagen, ne? Hier auf YouTube durchaus ein erfolgreicher Sohn. Sehr stolz. So, hier weiter. Bruder, ich nehme keinen Abstand. Bruder, bin wie das Finanzamt. Ich ziehe dir monatlich Cash aus der Tasche, bis ich fließe so wie ein Diamant. Meine Zähne sind VVS, deine Mähne ist miese Wack. Wenn ich deine Haare hätte, würde ich jeden Tag heulen zu echt diese Mama rennen. Also du erinnerst mich tatsächlich trotzdem ein bisschen an Falco oder sowas, auch wegen der Sonnenbrille. Und dann finde ich ja, dass du natürlich schon auch ein bisschen aussiehst wie ich, als ich jung war und Haare hatte. Du fährst auf gebrochenen Achsen, sagst, lass mal dein Geld überwachsen. Doch ich zeig dir Vogel, denn in deinem Schrank hast du doch nicht mehr all deine Tassen. Dein Kopf ist so peinlich, dein Liederbuch peinlich. Der Fakt, dass du mindestens einen Kopf kleiner bist als ich, ist einfach nur peinlich. Das ist das Ende von dir, hab dich schon lange im Visier. Du wolltest deine Kopie, doch stattdessen bin ich wie die Turtles mutiert. Bababam, hätte die Kriegstrommel, Dicker, ich bin mies und komme mit Jugos und Gangstern und werde es dir zeigen, denn meine Tracks sind immer Bombe. Lieber du, ja, ich lebe auf deine Kosten. Scheiß unser Blut, mein Konto bleibt für dich verschlossen. Lieber du, lieber ich mag ja den so gern. Ey, ihr meint das nicht so ernst, Kinder, ne? Sieht man nochmal schön alle Bilder. Hey, Arman, geil. Yay! Krass, aber in 12 Stunden sowas hinzuhauen. Ist schon krass, ja. Ohne meine Hilfe auch, ne? Das ist, ja. Und bei mir war es ja mit dem Video ohne deine Hilfe. Also ich glaube, wir haben irgendwie 4 Stunden für den Text gebraucht und wir hatten wirklich dann so 3 Zeilen oder so. Ja. Weil wir sind einfach nicht weitergekommen. Also Making-of auf jeden Fall auch anschauen, falls ihr das verpasst habt. Das ist natürlich nochmal, jetzt sag mir mal in welche Ecke. Hier? Da. Ich würde sagen, nehmt den da oben. Ist das Making-of verlinkt natürlich und auch natürlich die Videos. Und über diese Videos könnt ihr mithelfen zu entscheiden, wer von uns 24 Stunden mit langen Fingernägeln rumlaufen muss, nämlich der verliert. Ihr votet auf den Infokarten unserer Musikvideos und daraus errechnen wir dann, welcher von den beiden Songs euch besser gefallen hat und der Verlierer, wie gesagt, läuft mit langen Fingernägeln rum. Ich finde das eine krasse Aktion. Geiles Song. Ja, Fazit. Amtlich. Meiner ist besser. Also ich würde mal sagen, alle reiferen, älteren Zuschauer unbedingt mal hier für mich einsteigen. Ich bin sehr gespannt, wer von uns die Fingernägel kriegt. Ich finde den Song geil. Danke nochmal an Arman. Stimmt ab auf den Musikvideos auf unserem Kanal. Lasst ein Abo da, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, euer Dieser Dad.